Grüezi und herzlich willkommen zum Cash-Börsentalk vom Freitag, am 18. Oktober. Der US-Finanzstreit ist gelöst, zumindest temporär. Was bedeutet dieser Deal für den Anleger? Über diese und andere Fragen reden wir mit meinem Gast, das ist der Herr Peter Casanova. Er ist Leiter Aktienanalyse bei der Bank J. Safra Sarasin. Herr Casanova, der erwartete Kompromiss im US-Finanzstreit ist da. Die Regierung ist finanziert bis am 7. Januar per Notbudget und auch die Schuldenobergrenze ist bis am 7. Februar 2014 garantiert. Was ist Ihre Einschätzung von dem Deal? Der Deal ist nichts anderes als Aufschieben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und Sie haben es in Ihrem Speech gesagt, es ist ein Notbudget. Das heisst, die Situation ist nicht bereinigt. Wir haben jetzt Zeit gewonnen und man darf natürlich als optimistisch eingestellt, Analyst Hoffnung hat, dass die Streithähne vielleicht jetzt einmal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, was will man überhaupt und dass man vielleicht eine Chance hat, dass es im Januar eine Lösung gibt und sonst halt vielleicht erst nächstes Jahr. Aber das heisst, dass die Turbulenzen per Anfang Jahr dann wieder neu aufflammen könnten? Also, dass man das Gleiche nochmal erlebt? Das ist die schlechte Nachricht, dass es möglicherweise genau das Gleiche wieder gibt. Die gute Nachricht ist, dass wir uns unterdessen daran gewöhnt haben. Die Börse kann mit dem umgehen. Und die Streithähne sind dann doch nicht so verstritten, dass sie es zum Äußersten kommen und das ganze Kapitalmarktsystem gefährden. Aber wirkt man sich da nicht eine falsche Sicherheit? Also ich meine, der Markt hat immer gesagt, ja, man findet dann eine Lösung in letzter Sekunde. Das ist jetzt, hat jetzt da zugetroffen. Aber es könnte ja sein, dass man noch mal keine Lösung findet. Und dann werden die Börse dann schon stark reagieren. Das wäre ein sehr schwieriges Szenario, wo eigentlich niemand ganz genau weiß, was denn alles passieren würde. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso dass man vielleicht auch naiverweise davon ausgeht, dass die Politiker schlussendlich sich dann doch einigen können. Wichtiger ist, dass auch das mit den Kräfteverhältnissen im amerikanischen Regierungssystem zusammenhängt. Das Kräfteverhältnis das kann erst unter Umständen Mitte nächstes Jahr, wenn Wahlen sind, geändert werden. Börsen auf jeden Fall haben jetzt auf den Deal positiv reagiert, auch der SMI, der ist wieder über 8'000 Punkte. Wir sehen das hier da auch an diesem Chart, und zwar hat er die 8'000 Punkte hat er eigentlich nie wirklich nachhaltig können überspringen. Man sieht hier die Entwicklung des SMI seit Anfang Juli. Hat jetzt der Schweizer Gesamtmarkt Kraft, die 8'000 Punkte nachhaltig zu überspringen? Wir denken, es ist eine gute Situation. Jetzt geht Nervosität raus. Auch die Angst vor dieser Unsicherheit verschwindet langsam. Man fährt sich wieder an, auf Makrofaktoren und auf Unternehmensergebnisse konzentrieren. Bei den Makrofaktoren muss man zugeben, wir haben die letzten zwei Wochen nicht wahnsinnig viel gesehen von Amerika. Das wird uns nachgeholt. Wir sind da zuversichtlich. Bei den Gewinnen, da können wir nachher darauf sprechen, denken wir, dass insgesamt das Fundament sehr gut ist. Was heisst das jetzt in Punkten? Sie haben ja glaube, letztes Mal, als Sie da waren, im Juli gesagt, 8'200 Punkte per Ende Jahr im SMI. Hat sich da etwas geändert? Da hat sich nichts geändert, außer das Datum. Wir gehen davon aus, dass, wenn wir es jetzt schaffen, über die 8'000 hineinzukommen, nachhaltig, dass wir die 8'200 vielleicht in den nächsten 1-2 Monaten sehen. Und dann ist es durchaus denkbar, dass dann wieder die Angst vor der nächsten Diskussion hinterführen kommt, dass wir dann wieder den Taucher sehen. Aber die 8'200 stehen, das Datum kann ich Ihnen nicht sagen. Das heisst für den Anleger jetzt noch dabei bleiben, vielleicht einen Monat, zwei noch dabei bleiben und dann vielleicht die ersten Gewinne mitnehmen? Auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt freuen an dieser Erholung. Vor allem würde ich mich an der guten Aktie freuen. Was Sie nicht vergessen, wenn Sie noch ein Problem im Portfolio von Ihnen haben, tun Sie das jetzt rausräumen. Zu denen kommen wir dann noch später. Schauen wir noch die mittelfristige Prognose an. Sie haben auch im Juli gesagt, SMI per Mitte 2014 9'200 Punkte. Hat sich da was geändert? Da hat sich grundsätzlich nichts geändert. Wir denken, das könnte etwas früher kommen, weil der aktuelle Konjunkturzyklus sieht so aus, als sei er schneller nach oben gegangen, wird schneller wieder korrigiert und der nächste ist dann schon bald unterwegs. Wir denken, Ende des Quartals können wir 9'000 oder etwas in dieser Gegend sehen. Wie sich die Börse entwickelt, ist natürlich von den Gewinnerwartungen der Unternehmen abhängig. Wir haben am Donnerstag vier grosse Unternehmen, also SMI-Titel, die Drittquartalszahlen präsentiert haben. Da hat eigentlich einzig Nestlé ist ein bisschen rausgestochen. Laut Markterwartungen haben sie das Ergebnis nicht ganz erfüllen können. Dennoch, der Aktienkurs am Donnerstag ist stark angestiegen.
Wie ist da Ihre Einschätzung bei Nestlé? Die sind ja ein bisschen hinten drin im Markt, die haben 7% plus gemacht. Ist das ein guter Zeitpunkt, um jetzt einsteigen bei Nestlé? Wir denken die Tendenz schon. Ich glaube, der grosse Schock oder die grosse Veränderung ist bei Nestlé Mitte Jahr gekommen. Und ich kann es Ihnen vielleicht so sagen, heute Morgen bei uns das Konferenztelefon durch, hat man gespürt, wie der Analyst aufgeschnauft hat. Und zwar aufgeschnauft, weil Nestlé unterwegs ist, so wie sie es uns versprochen haben. Und wenn Nestlé unterwegs ist, besser als Unilever oder Danone. Klar hat es zwei, drei oder haben wir eins Unschönheiten drin. Der Währungseinfluss aus der Emerging Markets Währung war ein bisschen schlimmer negativ, 2,5%. Aber wichtig ist, dass das organische Wachstum mit etwas über 4% gut unterwegs ist. Nicht genau bei 5%, wo Nestlé sagt, das ist around our target, aber es ist in der Gegend. Und da kann man sicher als Aktionär zuversichtlich sein. Jemand, der jetzt eher enttäuscht hat, ist Sulzer. Gerade beim Auftragseingang haben sie die Erwartungen nicht können erfüllen. Und auch das erste Halbjahr war eigentlich nicht so toll bei Sulzer. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist Sulzer überhaupt noch ein Kauf für den Anleger? Oder wie schätzen Sie das ein? Also Sulzer ist natürlich ein super Unternehmen mit ausgezeichneten Positionen. Aber Sie haben es erwähnt, seit Mitte Jahr ist in dieser Aktie der Wurm drin. Die Aufträge sind nicht gekommen, die Margen sind eingebrochen. Das Management hat gesagt, wir würden einen von unseren Geschäftsbereichen eventuell verkaufen. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Heute die Zahlen sind auf dem Auftragseingang ein bisschen schlechter gewesen, als man das erhofft hat. Und das Management musste sagen, schau, wir geben für die Restrukturierung noch mal mehr Geld auf die Seite. Das heisst, eine Gewinnwarnung. Bewertungsmässig ist Sulzer noch nicht wirklich attraktiv. Wir denken, das braucht noch Zeit. Wir würden die Aktie noch nicht kaufen. Und wann wäre ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen? Kann man das schon ein bisschen abschätzen? Ja, wenn sie 20% tiefer ist oder wenn wir vielleicht 6 Monate weiter sind und man sieht jetzt, dass die Umsetzung von dem Plan auf gutem Weg ist. Welche zwei Titel auch relativ deutlich gelebt haben in den letzten Tagen, sind unsere Luxusvalore im SMI, Richemont und Swatch. Die sind ein bisschen sippenhaft geraten von LVMH, von den französischen Konkurrenten. Die haben relativ enttäuschende Umsatzzahlen für das dritte Quartal publiziert. Hat der Markt den Markt eventuell übertrieben oder ist das gerechtfertigt, die Korrektur? Da ist die Börse nicht so ein zu einfach vorgegangen. Der Louis Vuitton macht etwa 50 oder ein bisschen mehr Prozent von seinem EBIT im Lederwaren- und Taschengeschäft und hat dort effektiv die Erwartung nicht können füllen. Wenn Sie jetzt bei Swatch gehen, schauen, ich habe noch nie eine Tasche bei Swatch gekauft. Wenn Sie bei Richemont gehen, schauen, dann macht das Lederwarengeschäft etwa 7% vom Umsatz aus. Und interessanterweise will ja Richemont einen Teil von dem verkaufen. Also, die Sippenhaftung die ist völlig aus der Luft abgefallen und wird nicht Bestand haben. Also der Markt hat da eigentlich irrational reagiert, von dem her auch durchaus jetzt einen Kauf. Richtig, oder? Ja. Wir haben beide, Swatch und Richemont, auf unserer Kaufliste und sind überzeugt, das sind Unternehmungen, die mittel- und längerfristig sehr, sehr schön viel Freude werden machen. Ein Titel, der überzogen hat bezüglich Drittquartalszahlen, ist Roche. Die haben sehr starke Zahlen abgeliefert. Und da stellt sich natürlich dann so die Frage, ja, was macht Novartis? Die bringen die Zahlen am 22. Oktober. Was ist da so Ihre Prognose für Novartis? Novartis ist auch gut unterwegs. Da werden wir auf der Sales-Seite irgendwo ein einstelliges Umsatzwachstum sehen. Was eigentlich wichtig ist bei Novartis, einerseits haben sie neue Medikamente, die jetzt langsam im Verkauf anfangen zu greifen. Andererseits ist die ganze Generika-Konkurrenz zwar in den Startlöchern, sie haben aber ein Zulassungsproblem und das verzögert sich von dem her eine wunderbare Situation. Und wenn Sie jetzt müssen wählen zwischen Roche und Novartis, welchen würden Sie nehmen? Der Novartis ist ein Stückchen günstiger. Schauen wir noch kurz die Banken an, und zwar Credit Suisse. Die bringen ja auch Zahlen in den kommenden Wochen. Dort ist ja entscheidend, wie sich das Investmentbanking-Geschäft wird entwickeln. Und wir haben ja gesehen, dass Citigroup, Deutsche Bank, zu denen ist es nicht so gut gelaufen. Wird das eventuell auch bei der CS der Fall sein? Haben Sie da, was ist da Ihre Einschätzung? Ich denke, Sie sind gut bedient, wenn Sie keine hohen Erwartungen haben. Im Investmentbanking ist ja vor allem der Bereich Handel und Emissionen mit festverzinslichen Unterträgern gekommen. Und das ist ein wichtiger Bereich für Credit Suisse. Denken Sie an CS First Boston, denken Sie an die Übernahme von DLJ. Wenn man die anderen Geschäftsbereiche anschaut, Vermögensverwaltung ist traditionell ein langweiliges Quartal, das dritte Quartal jedes Jahr. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es Rechtsfälle, wo Credit Suisse Geld auf die Seite tun muss oder nicht. Ich glaube, das ist ein
ein Joker, also ein negativer Joker für alle Banken, wo wir nicht werden, über die nächsten Quartale verlieren. Herr Casanova, wir werden sehen, wie sich die Drittquartalszahlen in den kommenden Wochen werden entwickeln, wie werden ausfallen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihren Besuch. Das war es vom Cash Börsentag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Ade miteinander.